Wisst ihr was? Auf Dauer kann man niemandem etwas vormachen. Das habe ich in den letzten 48 Stunden gelernt. Darum fahre ich nämlich jetzt nach Hause, zu meinen Eltern. Wo ich nach meinem völlig verhunzten Börsenauftritt wieder eingezogen bin. Leg mich dort in mein Kinderbett und warte, dass der Albtraum vorbeigeht. Schönen Abend.